Ich habe Autoschlosser mal gelernt, einen richtigen Beruf. Ich habe mir auch mal die Hände schmutzig gemacht und habe mich dann weiter qualifiziert und war dann Kraftfahrzeugmeister. Nachher war ich Werkstattleiter und habe dann auch den Betrieb gewechselt und hatte einen kleineren Betrieb von 36 Personen unter mir. War das ein privater Betrieb oder? Ja, die Frage ist berechtigt. Zuerst war es ein volkseigener Betrieb und ich wollte immer gerne studieren und dann wurde das Studium immer abgelehnt von mir. Aber die Gründe hat man mir nie gesagt. Und dann ergab es sich, dass ich da in diesem volkseigenen Betrieb gekündigt habe und ich wurde abgeworben in einen Privatbetrieb. Und da Und waren Sie schon da, Meister. nee, ja, da war ich noch nicht Meister. Und da hat mein Chef zu mir gesagt, pass mal auf, wir schicken dich auf die Handwerkerschule in Berlin. Und siehe an, mich haben sie rangenommen und ich konnte meine Meisterprüfung machen. Also da galt nicht der Druck eines volkseigenen Betriebes, der darf nicht studieren. Wobei es interessant ist, im Übrigen, ich habe in meiner Stasi-Akte erst erfahren, warum ich nicht studieren durfte. Da steht nämlich wörtlich der Satz drin, und da war ich empört, dass sie mich so bezeichnet haben. Qualifizierungsbegehren des Hampel sind abzulehnen. Den Satz habe ich mir gemerkt. Und stand da auch warum? Nein, na wegen Zersetzungsgefahr und alles sowas. Das war auch der Grund, warum ich nicht zur nationalen Volksarmee brauchte. Das ist dann wenigstens ein Vorteil gewesen, ein kleiner, Naja, so. ja. Ja. Gut, und das lag alles an Ihrer Mitgliedschaft, höchstwahrscheinlich. Natürlich. Ja. Wir haben jetzt ein interessantes Projekt gehabt im Bezirk Friedrichshain. Da hat jemand einen Antrag an die Stasi-Unterlagenbehörde gestellt auf Einsichtnahme der Akten über den Kreisverband Friedrichshain. Und das hat er uns gerade vor 3 Wochen oder hat er mir das mitgeteilt. Ich wurde von der Staatssicherheit seit 1958 beobachtet. Die wussten über mich alles. Das fand ich interessant. Stellen Sie sich mal vor, 1953 bin ich in die Partei eingetreten und seit 1958 haben die mich beobachtet. Und haben Sie das auch mal alles durchlesen können oder angucken können? Oder haben Sie Meine jetzt. eigenen Akten habe ich durchlesen können. Ich hatte 4 Ordner Stasi-Akten und davon habe ich mir so 100 Blätter, glaube ich, kopieren lassen, machen lassen, die ich mit nach Hause genommen habe. Dieser Privatbetrieb wurde 1972 wieder volkseigener Betrieb. Dann war ich wieder in dem alten Betrieb, in dem ich vorher gewesen bin. Und da war es dann schon, ich war für die Materialwirtschaft zuständig. Und kriegen Sie mal Lkw-Ersatzteile in Ostberlin, Pkw hat man auch kaum bekommen, aber Lkw-Teile, ohne dass Sie beim Hersteller irgendwas hinliefern. Und so bin ich oftmals in die Herstellerbetriebe gefahren und habe aus Ostberlin auch Obst mitgenommen. Also im Sommer Bananen und vor allem zur Weihnachtszeit habe ich Apfelsinen mitgenommen. Daran erinnere ich mich immer noch ganz genau. Und da hatten wir dann in unserer Firma auch Kunden, die vom Großhandel waren, die wieder von den Ersatzteilen profitiert haben. Oder dann haben die uns diese Apfelsinen zum Beispiel geliefert. Und die konnten Sie Und wieder gegen Teile ich eintauschen. habe die dann getauscht gegen diese Ersatzteile. Also es war eine echte Tauschaktion, wobei keiner daran was verdient hat. Das waren die normalen Preise, die wir auch weitergegeben haben. Das machte nichts.